Leute, und willkommen zu einer kleinen Nachmittagsmeldung. Mit am Start die Chefin persönlich, bevor ich dann gleich wieder zum Stall düse, wie gestern auch schon. Habe ich gerade was in unserer Konfliktgrotte auf Discord gefunden, bei dem ich dachte, nee, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Und zwar nicht die Leute, die es gepostet haben, die haben das schon ernst gemeint und ich bin sehr froh, dass ihr es reingeworfen habt. Nee, es geht um die Quelle dieser Nachricht. Berichtet hat die Junge Freiheit. Für wen die Junge Freiheit nicht Mainstream genug ist, der kann sich auch ein 7,5-minütiges Video auf Twitter auf der Seite vom Gesundheitsministerium anschauen. Da hat nämlich unser Piratenkapitän persönlich 7 Minuten und 21 Sekunden auf Deutsch gesagt Mist gelabert, zumindest von dem, was mir dazu so aufgefallen ist. Ich würde euch gerne 2, 3 Sätze zitieren. Das Problem ist nur, dass es so wirr, ich konnte es mir nicht im Wortlaut merken. Aber ihr werdet gleich mitbekommen, wenn ich es euch sinngemäß wiedergebe. Dann denke ich, versteht ihr das Problem, warum ich das nicht auswendig lernen konnte. Aber schauen wir uns erstmal an, worum geht's denn? Ja, eine weitere angebliche Verschwörungstheorie, die vielleicht doch nicht ganz so verschwörungstheoretisch ist. Nämlich mal wieder um des Piratenkapitäns liebstes Thema, das Wegsperren im Sommer. Na, erstmal nur das Wegsperren. Und ihr habt so die letzten 3 Jahre erlebt, unser Piratenkapitän, für die, die es nicht wissen, wer der Piratenkapitän ist, weil sie neu sind, naja, unser Gesundheitsminister da, der hat ja offensichtlich einen gewissen Narren daran gefressen, die Leute so ein bisschen zu bevormunden. Das scheint dem fast schon Spaß zu machen, zumindest ist das so, wie es subjektiv auf mich wirkt. Ich kann mir das nicht anders erklären, wie man so fast schon geil drauf sein kann, andere Leute irgendwo zu Hause einzusperren. Er hat ja die letzten 3 Jahre ganz wundervoll funktioniert, er war ja einer der Frontfiguren, noch mehr Maßnahmen. Und jetzt, wo sich Zombie totgelaufen hat, könnte man ja meinen, da ist die Kiste vom Tisch. Kuss vom Eis, juckt keinen mehr. Ja, aber weit gefehlt, denn wir haben ja nun einen anderen Wegsperrgrund. Und zwar den Sommer. Ja, es ist schönes Wetter. Wir haben es jetzt Mitte Juni. Also wir steuern auf den Hochsommer zu. Ja, noch nicht offiziell ist noch Frühjahr. Sommerbeginn ist nächste Woche. Ja, Juna, ich streichel hier schon. Wir haben aktuell 22 Grad, ist also nicht ganz so warm heute. Aber klar, wir hatten auch schon mal Tage, da waren es mal 30 Grad. Also so ganz konservativ würde man jetzt einfach mal feststellen, das ist im Sommer nicht ungewöhnlich. Wenn man aber im Jahr 2023 festsitzt, weil die TARDIS gerade kaputt ist und man umgeben ist von, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ich hätte fast das Wort mit I verwendet, aber lassen wir das mal. Wenn man von Leuten umgeben ist, die eine Apokalypse nach der nächsten vorpredigen und da offensichtlich von Leben das andere in Panik versetzen, dann ist ein Sommer natürlich kein Sommer mehr, sondern eine Klimakatastrophe. Und wenn es dann mal 30 Grad draußen sind, dann ist das eine Hitzewelle. Und wir wissen ja, wir haben jährlich zwischen 5.000 und 20.000 Hitzetoten. Und um das zu vermeiden, möchte der Piratenkapitän einen sogenannten Hitzeschutzplan aufstellen und im Zweifel einfach mal Veranstaltungen verbieten, Sportereignisse absagen, naja, fast schon die Leute wegsperren. Zwar ist noch nicht die Rede von irgendwelchen Ausgangssperren, wie man das bei Zombie erlebt hat, aber er verweist auf Frankreich, wo das wohl gang und gäbe ist, wenn es warm ist, dass man dann einfach öffentliche Veranstaltungen nicht mehr durchführen darf. Dass es vielleicht auch einfach helfen könnte, für genügend Schatten zu sorgen und kühle Getränke bereitzustellen und gerade bei Sportveranstaltungen auch ein bisschen zu schauen, dass die Teilnehmer alle fit genug sind für sowas. Ja, das lässt man links liegen. Nö, das wollen wir verbieten, nicht wahr? Nur so kann man die Hitzetoten vermeiden. Aber jetzt mal zu dem, was ich ja gerade meinte, warum ich das so irre fand, was er erzählt hat. Da hat er ganz, ganz viel gequatscht. Also 7,5 Minuten lang gut. Schaut es euch an, ist auf Twitter komplett einsehbar, auf dem Account vom Gesundheitsministerium oder bei der Jungen Freiheit verlinkt, verknüpft, so rum, na Juna? Und da hat er doch tatsächlich rausgehauen, jetzt nur ein sinngemäßes Zitat, ich habe es mir im Wortlaut nicht merken können. Da hat er doch wirklich rausgehauen, das ist irgendwie am Hitzschlag, da sterben ja so und so viele und das ist ja so, es ist halt gefährlich und im Nachgang dessen, nachfolgend, sind die ja dann stark eingeschränkt. Im Moment. Also wenn sie tot sind, ja gut, dann sind sie stark eingeschränkt, das ist ja nicht falsch. Dann sind sie pflegebedürftig, wie man es nimmt, ne? Aber was ist denn das? Und das hat er nicht nur einmal gesagt, das kam in dem Video 2-mal vor. Da sterben ja viele und nachfolgend, dann sind sie eingeschränkt. Also kommt, hört es euch bitte im Wortlaut an, ihr schmeißt euch weg. Ich weiß, was er damit ausdrücken wollte. Also wenn man ein bisschen nachdenkt, was er gemeint haben könnte, dann ergibt das irgendwann Sinn. Aber so wie er das erzählt hat, also es hatte was von Comedy. Er hat ja auch so eine ganz komische Stimmlage. Der redet ja immer so, ich kann das nicht nachmachen. Muss ich euch auch nicht erklären. Wenn ihr euch 7,5 Minuten Piratenkapitän anhören wollt, dann kriegt ihr das im O-Ton
runtergerattert, da könnt ihr euch da eure Gedanken zu machen. Aber das war wirklich so eine Situation, da habe ich beim ersten Mal gedacht, ich habe mich verhört. Und dann, 2 Minuten später, hat er es nochmal rausgehauen. Ja, ja, auf jeden Toten nachfolgend ist er ja da pflegebedürftig. Ja, gut. Also ehrlich gesagt, erinnere ich mich zumindest, mag sein, dass ich da jetzt falsch liege, aber ich denke, ihr habt da eine ganz ähnliche Erinnerung, was das angeht. Ich erinnere mich dran, dass eben jener Gesundheitsminister da letztes Jahr noch rausgeknallt hat. Bis März sind entweder alle oder verstorben, nicht wahr? Wer also ein gewisses Pharmaprodukt konsumiert hat, der ist kein gewisses Pharmaprodukt konsumiert hat. So rum, der ist tot, wenn er der nicht zufällig Zombie gehabt hat und sich da offiziell hat wegsperren lassen für 2 Wochen. Und da ich mich weder habe wegsperren lassen für 2 Wochen noch ein gewisses Pharmaprodukt konsumiert habe, erst recht nicht 30.000 Mal, bin ich ja nun laut offizieller Aussage des Gesundheitsministern verstorben. Und ich finde das gar nicht schlimm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich ganz gut so als seit über einem Jahr Verstorbener. Kann ich mitleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, da haut ihr öfters mal so Klopper raus. Aber gucken wir uns noch was anderes an. Er sprach konkret von Tennisturnieren, hat da als Beispiel angebracht, dass es ja gar nicht so selten ist, dass bei einem Tennisturnier rüstige ältere Leute spielen, die dann plötzlich eine Woche später Pflegefälle sind, mit dem Rollator rumlaufen. So müsse man sich das vorstellen. Und natürlich kommt es bei Sportveranstaltungen auch mal zu Ausfällen. Da passiert ab und an mal was. Das ist zum Glück eher die Ausnahme als die Regel, wobei das in den letzten Monaten und Jahren dann doch ein bisschen zugenommen hat, was ich aber jetzt nicht aufs Wetter schieben wollen würde. Denn wenn ich mich so zurückerinnere an die Berichterstattung der jüngeren Vergangenheit, da ist mir überproportional häufig aufgefallen, dass besonders junge Leute verstärkt irgendwelche medizinischen Notfälle bei irgendwelchen Sportveranstaltungen erleiden. Und das nicht im Sommer. Sicher gab es das früher auch mal, dass auf dem Fußballplatz jemand umgekippt ist, dass da wirklich mal irgendwas passiert ist. Aber mag sein, dass jetzt eher die mediale Aufmerksamkeit vorhanden ist, dass einfach stärker darüber berichtet wurde, als das vor einigen Jahren der Fall war. Aber zumindest von meinem subjektiven Eindruck haben die Fälle der medizinischen Notfälle im Sportbereich massiv zugenommen. Es gibt deutlich oder fühlbar deutlich mehr Ausfälle, als es früher der Fall war. Und zwar in fast allen Sportarten. Jetzt könnte man ja da eine gewisse Kausalität ziehen zu einer Sache, die vom Piratenkapitän beworben wurde. Man muss es aber nicht, weil das ist eine Verschwörungstheorie. Aber es ist doch spannend. Jetzt wird gewarnt, dass im Sommer bei hohen Temperaturen ja die Leute reihenweise bei Veranstaltungen umkippen und deswegen müssen wir die Veranstaltungen verbieten. Komisch, komisch. Veranstaltungen im Sommer gab es schon immer. Übrigens gibt es auch Veranstaltungen in Ländern, da ist das ganze Jahr über warm, unter anderem im arabischen Raum. Auch ganz große Sportevents. Die fallen auch nicht alle tot um. Ja, die mögen da klimatisch ein bisschen besser dran gewöhnt sein, als das jetzt hier der Gelegenheitstennisspieler mit Mitte 50 ist. Das kann ja alles sein. Aber so insgesamt zu sagen, weil es warm ist im Sommer, müssen wir alles verbieten, damit da keiner abnippelt. Das ist doch irre. In großen Teilen auf dem asiatischen Kontinent ist es das ganze Jahr über deutlich wärmer als hier. Da machen die Leute auch Sport und haben Veranstaltungen. Im gesamten arabischen Raum ist es so. In Afrika ist es so. Aber hier in Absurdistan wollen wir jetzt, wenn es warm ist, einfach mal Events verbieten. Da werden sich die Eventveranstalter, die 3 Jahre über schon nicht nur an den Rand ihrer Existenz gedrängt wurden, teilweise auch ruiniert wurden, da werden die sich aber bedanken. Wenn jetzt jede öffentliche Veranstaltung unter Wettervorbehalt steht, wenn es dann doch mal 2 Grad zu warm sind, als der Piratenkapitän das gern hätte, dann muss die Veranstaltung eben verboten werden. So scheint man das jetzt ausleben zu wollen. Man argumentiert, man wolle ja das Rad nicht neu erfinden. In Frankreich wird das ja schon lange so zelebriert. Mag sein, dass es in Frankreich bei extremen Wetterphänomenen, die sicherlich auch mal vorkommen, ab und an mal ein Event gibt, was nicht stattfindet. Aber es wäre mir neu, dass in Frankreich im Sommer reihenweise die Veranstaltungen abgesagt werden. Gut, nun bin ich selten in Frankreich, ist auch absolut nicht mein Land, wie ihr wisst. Ich kann mich mit Frankreich irgendwie nicht so richtig anfreunden, mir fehlt einer Bezug zu. Aber wir haben ja einige, die im Grenzgebiet wohnen, die sich da ein bisschen besser auskennen. Teilt mal mit, ob da in Frankreich nun, immer wenn Sommer ist, andauernd die Veranstaltungen abgesagt, verboten werden. Bezweifle ich nämlich so ein bisschen. Mag ja sein, dass auf dem Papier solche Möglichkeiten haben, wäre schon grenzwertig genug. Aber irgendwie scheint das in der Realität nicht so die allergrößten Auswirkungen zu haben. Wir reden aber gerade über Absurdistan. Heißt also, wenn der Piratenkapitän sowas einführen will, Lockdown-ähnliche Maßnahmen, wenn es draußen warm ist, dann kann man fast schon sicher sein, dass es von irgendwelchen Obrigkeitshörigen im vorausgaloppierenden Gehorsam davon eilenden Paranoia-Piloten definitiv auch durchgeführt wird.
Wenn Sie dieses Werkzeug haben, diese Möglichkeit, dann werden Sie davon Gebrauch machen, einfach weil das offensichtlich so eine absurdistanische Marotte ist. Wenn man die Möglichkeit zur Drangsalierung hat, dann scheint das ja ein bisschen Spaß zu machen. Das haben wir die vergangenen 3 Jahre erlebt. Und wenn man das dann auch noch so argumentieren kann, dass man sich selbst moralisch überlegen fühlt, man ist ja der Gute, man tut was Gutes, man rettet ja Menschenleben. Ja, mein Gott, da muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen, wozu das führt. Das haben wir alle miterleben können. Da wissen wir, wie dann plötzlich die Blockwarte überall aus dem Fenster hängen und die Kinder anschwärzen, die auf der gesperrten Rutsche auf dem Kinderspielplatz ein bisschen miteinander spielen. Man wolle ja der Gute sein. Man mache ja das Richtige. Es ist ja nur zu eurem Besten, nicht wahr? Also wenn man diese Büchse der Pandora in diesem von Angst und Panik getriebenen Land erstmal öffnet, dann kriegt man sie so schnell nicht wieder zu. Und genau deswegen muss es unabhängig davon, ob es in Frankreich existiert oder nicht, auf jeden Fall von Anfang an verhindert werden. Also ich hoffe, dass da die Notbremse gezogen wird, dass jetzt nicht auch noch Wegsperrinstrumente per Gesetz veranschlagt werden, geschaffen werden, damit man dann nur, weil es im Sommer mal warm ist, Leute wegsperren, Veranstaltungen verbieten kann. Das ist einfach irre. Auch hier gibt es übrigens wieder das kleine Zauberwörtchen Eigenverantwortung. Man selber kennt sich ja meistens immer am besten. Ja, sicher kann da auch mal was passieren. Man kann mal einen schlechten Tag haben, man kann sich wirklich mal nicht gut fühlen. Aber insgesamt kann man selber doch am besten abschätzen, was man an Hitze erträgt oder verträgt oder eben nicht. Und wenn man weiß, man ist anfällig für sehr warme Temperaturen, ja dann nimmt man eben nicht teil an einem Sportturnier irgendwann im Hochsommer. Aber das sind doch Sachen, das muss jeder für sich entscheiden. Da kann sich doch kein Piratenkapitän hinstellen und allen irgendwas verbieten, nur weil einer vielleicht umkippen könnte. Das ist doch wirklich, also, ja klar, man kann die Leute auch in Watte packen und irgendwo in sterile Gummizelle im Labor sperren, dann werden sie mit Sicherheit sich nicht mal einen kleinen Finger brechen. Oder können sie auch gleich, also, wofür leben die Leute dann, nicht wahr? Es gibt eben so ein gewisses allgemeines Lebensrisiko und da gehört Sommer vielleicht auch dazu. Und wenn man weiß, man ist anfällig für irgendwelche hohen Temperaturen, man weiß, nächste Woche wird es richtig heiß, ja, dann zieht man die Nennung für das Turnier, für den Wettkampf vielleicht einfach zurück und macht beim nächsten mit. Das wäre jedenfalls die Option, die eigentlich so sich aus der reinen Vernunft ergibt. Andere, die Hitze gut abkönnen, ja, die können doch Tennis spielen, auch bei 35 Grad, da ist doch kein Problem. Und für die Zuschauer stellt man eben Sonnendächer auf, so Schirmchen oder so ein Pavillon und reicht kühle Getränke und Wassermelone. Aber ne, das macht ja keinen Spaß, ist ja viel, viel lustiger, wenn man so tut, als müsste man Zehntausende retten, indem man einfach, wenn es warm ist, Veranstaltungen verbietet. Da haben wir ihn, den drohenden Hitze-Lockdown. Und es wurde natürlich auch schon angekündigt, dass ja absehbar ist, dass das Extremwetter in Absurdistan künftig viel stärker zunimmt, weil wir haben ja Weltuntergang. Ich wiederhole nochmal, 22 Grad, 16 Uhr, gleich 16.30 Uhr jetzt, wo ich das Video aufnehme. Mitte Juni. Extremwetter. Ja, letzte Woche war es mal schön warm, war richtig geil, sind immer mit dem Pferd am Wasser gewesen und so. Gut, ich bin fast immer mit dem Pferd am Wasser, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ja, im Sommer ist es normal. Oder im Juni ist ja noch offiziell noch kein Sommer. Im Juni ist es ganz normal, dass es da mal 30 Grad sind. Das kann auch mal auf 35 hochgehen. Im Juli ist es meistens noch wärmer. August hält sich da auch meistens relativ hoch mit den Temperaturen. Und September nimmt es dann so langsam ab. Das war schon immer so. Wird auch immer so sein. Und ja, es gibt Sommer, die sind ein bisschen kühler und verregneter. Hatten wir die letzten Jahre so einige von. Gibt aber eben auch Sommer, die sind trocken und heiß und das manchmal auch über Wochen. Und natürlich muss man dann dafür sorgen, dass gerade ältere Leute ausreichend trinken. Das ist meistens das größte Problem. Dass sie sich im Schatten aufhalten, dass dann vielleicht, wenn sie spazieren gehen wollen, wenn sie irgendwelche Aktivitäten machen, dass es nicht gerade in der prallen Mittagshitze stattfindet, sondern dass sie das vielleicht einfach in den Abendstunden dann vornehmen. Aber klar, da wäre man als Gesundheitsminister da ja dann außen vor. Stattdessen ist es doch viel lukrativer, einfach ein bisschen über Verbote, über einen Hitze-Lockdown-Schutzplan nachzudenken. Jetzt denkt ihr euch bitte euren Teil zu dem Irrsinn. Schaut euch das Video bei der Jungen Freiheit bzw. auf Twitter gerne an. Hört euch den Wortlaut dazu an und fragt euch, wie verstorbene Leute Pflegefällen werden sollen. Also na gut, ab und an mal die Blume austauschen, aber viel mehr an Pflege fällt doch da eigentlich nicht an. Und ansonsten düse ich erstmal zum Stall und hoffe, dass ich heute mal nicht einschlafe. Aber wir wollen heute noch ein bisschen was üben für ein Turnier im September. Übrigens auch im Sommer, nach unserer Sommertour. Und nachdem wir, und gestern war ich dann mit dem Pferdchen ja doch eher im Gelände, da habe ich erstmal ein bisschen draußen versucht, ein paar
kleine Sachen mit dem Pferd zu testen, wie sie auf welche Hilfe reagiert. Aber wir müssen langsam auf dem Platz arbeiten, damit wir durch die Dressur einigermaßen durchkommen und nicht, da nicht draufhängen wie der Frosch auf der Gießkanne und das Pferd läuft wie die Giraffe. Da müssen wir jetzt ein klein wenig dran arbeiten, damit das nicht ganz so peinlich wird. Deswegen bis später dann. Lasst euch bitte nicht wegsperren, nur weil schönes Wetter ist. Im Gegenteil, nutzt den Sommer und geht raus und habt Spaß. Alles mit einem gewissen Augenmaß. Wenn ihr eben Hitze nicht so gut abkönnt, ja, dann vertagt eure Aktivitäten auf die späteren Stunden oder auf die frühen Morgenstunden, wenn es eben noch nicht so heiß ist. Aber verdammt nochmal, lasst euch keine Panik einreden, nur weil es im Sommer eben warm ist. Das ist ganz normal. Das ist seit tausenden Jahren ganz normal und das wird es auch immer sein. Aber hey, jedes bisschen Wetter dient dazu, um Paranoia zu schüren. Zehntausende vermeidbare Todesfälle pro Jahr. Ich denke ja eher, dass man gerade auch die älteren Leute wohl eher vor gewissen Politikern schützen sollte. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz böse Minderheitsmeinung, ich weiß. So, jetzt bis dann.